Moin, moin, mein Name ist Kleiner Wurm, nein, Heinrich der Löwe, und mit mir spielt die Mathilde. Ja, wir haben ein bisschen unser Design geändert. Ein paar warme Klamotten. Und dann, ja, geht's ab in den Norden. Hast du den Kartenraum? Ich hab den Kartenraum, der ist in Rittersporn. Rittersporn, wo bist du? Und Fundamente hast du auch schon bei Rittersporn drin? Ja, 35 Fundamente und ein Kartenraum. Wir müssen natürlich einen vernünftigen Träger müssen wir uns noch besorgen. Wir haben zwar einen Träger, aber der geht nicht über Level 0. Weil der ist noch von vor... Ja, irgendwann. Von vor... Langer, langer Zeit. Genau. Und wir wollen jetzt erstmal sowieso nach Norden gehen. Moment, ich muss mal ganz kurz... Wir wollten ja ins Schneegebiet, ne? Norden, ja. Muss das schon das Schneegebiet sein? Wir haben noch nicht mal die anderen Gebiete davor erkundet. Nur so. Ja, aber wir wollten ja erstmal da ein Dings aufstellen. Dings Kartenraum. Bums. Genau. Ja, dann. Das heißt, wir gehen erstmal zum Flussende. Also direkt nach Norden und dann folgen wir dem Fluss. So, okay. Mhm. Mathilde hat sowas ähnliches wie einen Plan. Und Mathilde hat zumindest dreimal Met dabei und noch feuriges und auch scharfes Essen. Ich renne voll falsch. Ja, rechts. Hoffe ich mal, dass wir da oben nicht erfrieren tun. Wir müssen uns ein Lagerfeuer bauen. Da hilft das auch nicht. Ich weiß es nicht. Machen wir hier mal ein bisschen Licht. Es ist noch weit. Ja. Hätten doch die Pferde nehmen sollen. Noch können wir umdrehen. Nein. Die Pferde können uns nicht verteidigen. Ja, doch. Machen sie auch, aber nicht so gut. Dachte, es wäre ein Felsen, ne? Oh, scheiße, hier geht's kaum weiter. Verflucht. Ja, runter oder was? Nee, wir müssen dran vorbei. Ah, Nashorn! Ah! Baby-Nashorn. Ja, der ist schlecht gelaunt, den hast du genau in die Augen geleuchtet. Ah, geh weg, du Nashorn! Ich hab dich nicht angeleuchtet, das war hier die Mathilde. Da kommen wir lang. Dass wir auch immer losziehen müssen, wenn es dunkel ist. Ja, es ist immer bescheidenes Timing, oder? Das ganze Spiel ist immer dunkel, ich weiß es nicht. Da müssen wir ja nämlich irgendwie einen Durchlass nach Norden. Gibt's denn hier kein Schild? Was leuchtet hier groß mit Durchlass nach Norden? Das sieht doch gut aus. Ja, ist ja auch kein Wunder, ich laufe hier auch vorweg. Ja, darum bist du am Anfang erstmal falsch abgebogen. Nee, da verlaufe ich mich immer. Also nicht schlimm. Noch ein Nashorn, Mann, oh Mann. Da ist eine Treppe hoch. Ja, eine Ruine, ne? Die Westwachtfeste. Kenne ich irgendwie schon. Du kennst sie schon, ich kannte sie noch nicht. Ja, bei mir kam gerade kein Name. Ich sehe nur nicht, ob sie weitergeht. Nee. Ach du. Aua! Das ist ein böses Nashorn. Rächt mich!
Na los, rächt mich! Also hier könnten wir weiter marschieren. Ja. Ach da, okay. Hier ist ein Durchgang. Links rum sieht es aus, als ob da ein Weg ist. Ja, genau den habe ich gesucht. Ich mache 3 Kreuze, wenn die Nacht vorbei ist. Mhm. Ganz schön dunkelig. So, und diesem Fluss müssen wir jetzt eigentlich nur folgen. Am besten auf der rechten Seite. Gut, dass wir nicht bei The Witcher sind. Wir werden hier schon bestimmt schon 20 Ertrunkene auf uns warten. Ja, oder Wasserweiber und so. Guck mal, ein Hirsch. Oh, hallo Hirsch. Ob er auch Doktor ist. Jetzt, ja, jetzt braucht er uns ja erstmal nicht zu fürchten, weil jetzt wollen wir erstmal nur Weg zurücklegen. Lang oder ja, irgendwie müssen wir ja hoch, oder? Na gut, dann gehen wir da lang. Die Schutztürme. Was schützen die wohl? Deine Unschuld? Oh, hier ist Gärmittel. Los, töte den Wolf. Like the Cobra Exile, my bite is dead. Sith will grant me cunning. Leicht mir gleich. Da ist noch ein Wolf. Schon ein bisschen hartnäckiger. Oh, und ich sehe gerade einen großen Planungsfehler, den wir gemacht haben. Und der wäre? Wir haben die Vorhänge nicht zugezogen. Ja, aber der hell, das geht gleich wieder. Ist aber ganz nett hier so ein Vogelgezwitscher. Ja, mal was anderes, eher was ruhigeres, ne? Keine hässliche Wüste. Ja, aber hier nerven überall diese Wölfe. Halt in the name of Set! By the old serpent, invaders! Set, did you see that? Ja, du kümmerst dich um die Vorhänge. Zumindest so ein bisschen. Ach so. Was wollte ich sagen? Hier führt ein Weg lang, den können wir folgen. Ja, führt uns aber weg von
Nee, nee, das ist schon richtig so. Aha. Hör auf mich. Glauben wir. La la la. Das Hochland müssen wir uns sowieso auch noch mal separat anschauen. Sieht ja schon ganz geil aus. Ja, aber schlecht zum Bebauen hier. Alles krumm und schief. Ja, so rein optisch finde ich geil gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt hatte. Ich hatte die ganze Zeit geguckt, wo kriegt man die Barnier-Rüstung her, wo kriegt man die Barnier-Rüstung her? Und dabei ist das einfach nur so ein simples Rezept zum Erlernen. So, ich habe auch nachgelesen tatsächlich, dass es auf dieser Brücke zwischenzeitlich sehr, sehr kalt werden soll. Ich überlege gerade, eigentlich könnte man doch fast genau, wo wir jetzt sind, den Kartenraum packen. Zwischen Eisgebiet und Tundra und dem Wald. Lass uns doch erstmal gucken, wo genau der Obelisk ist. Ah ja, danach geht's, ja klar. Aber sonst wäre es hier auch ganz gut passig. Oh. Brücke des Verräters. Mal gucken wir mal. Die Temperatur sinkt und sinkt. Huhu, mir ist kalt. Mir ist sehr kalt. Jetzt ist mir extrem kalt. Naja, gerade an der Brücke hat was blau geleuchtet, aber da ist mir gerade zu kalt. Jetzt habe ich eine Erfrierung. Da drüben sind... Ah, jetzt ist es nur noch extrem kalt. Ruinen von Sulan. So, hier ist es nur noch sehr kalt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen regenerieren irgendwie. Da ist auf jeden Fall der Obelisk. So, ich mach das jetzt mal so. Und dann aktivieren wir mal den Obelisken. Ja, das ist richtig. Eingestellt. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir bauen wollen. Mhm. Können eigentlich, ne? Ist ja hier auch sehr beengt. Ich wette, hier drauf können wir auch gar nicht bauen. Könnte vielleicht da unten bei der Eisfläche. Oder hier vor der Brücke. Ja, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass man da gar nicht bauen kann. Ja, versuch's doch mal. Wo ist ein Rattensporn? Gebäude ist nicht zulässig. Okay, dann wissen wir es jetzt. Aber hier direkt daneben ist es zulässig. Oh, ich muss mal Rittersporn was abgeben. Ich kann mich ja gar nicht bewegen. Hm, hilft
vielleicht auch. Ob man hier unten auf, der, also auf diesem Eis bauen kann, oder was das hier ist? Ja, das ist die Überlegung. Lass es mal anders machen. Hält das auch? Ah, ist sehr kalt. So. Jetzt bin ich nicht mehr überlastet. Hier ist sehr kalt. Extrem kalt. Oh, extrem auch kalt weiß. Ist nicht gut. Aber hier unten vielleicht. Hier, hier so. Du bist ja so. Eislotus. Mhm. Ja, ich fahr gerade auf den See, ich komme jetzt zu dir. Ach da. Hier könnte man doch. Ja, muss ja nichts Großes sein. Ja, also so viele Fundamente eben, dass. Oh, jetzt ist mir gerade wieder extrem kalt. Hier ist nur sehr kalt. Dass wir da eben die Dings draufstellen können. Kannst du mal die Bäume fällen? Ja. Hm, die Bäume geben mir auch Harz. Ich mach dir dann auch nochmal Platz. So, Kartenraum ist platziert. Hm. Guck gerade, wir könnten ja nochmal ein Lagerfeuerchen machen und vielleicht eine Kiste bauen, dann. Ich habe drei Kisten mitgebracht. Ah, fantastisch. Dann stelle sie auf, ich bin überladen. Ach, danke, danke. Bitteschön. Ich habe doch schon mitgedacht. Möchtest du was feurig Scharfes zu essen haben? Was wärmt dich auf? Och, eher was zu trinken, wenn du hast. Ja, Met hätte ich auch. Ich hab dir ein Met in die Kiste gepackt. Oh, ich bin angeheitert. Haben wir selber noch Met zu Hause? Hier bei uns? In Real Life? Ja. Hm, lecker. Ja, Met ist lecker. Ich habe auch noch, also ich habe noch gewürzte Keulen und feurig scharfe Fischplatte habe ich auch. Mhm. So, warte, jetzt kann ich hier Rittersporn wieder mitgeben. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt sind wir hier im Norden. Wo
wollen wir uns da erst noch ein bisschen hier die... Hier habe ich gesehen, ist auch noch was, da ist auch was. Hm. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Im Real Life? Nein. Oh, ich auch. Jo, wo wollen wir hin? Tja, wir können uns hier die Ruinen von Sulan angucken oder wieder zurückgehen und dann die anderen Gebiete durch erkunden. Ja, ich weiß nicht, wenn wir schon hier sind, dann können wir uns, finde ich, auch die Ruinen einmal anschauen. Ja, oder? Dann schauen wir uns auch die Ruinen einmal an. Ich habe auch genügend zu essen. Du hast. Vielleicht ist es ja in der Ruine wärmer. Da sind wir immerhin drin. Ne? Boah, ich hab Brand, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab erst gerade getrunken, der hat schon wieder Durst. Oh, hi, Untoter. Ich wollte noch mal was gucken. Attribute. Ha. Unempfindlich. Alle Temperatureffekte werden verringert. Oh, ich habe ganz viel. Sehr gut. Ach, hast du noch irgendwie was geskillt, ja? Ja. Bin ich nicht mehr so empfindlich gegenüber der Temperatur und ich regeneriere leichter Punkte. Oh, da sind zwei Hohlköpfe. Ja, warte, würde ich sagen, was drin. Ja, das sieht auch. Aua! Hatte ich angeboxt? Ja. Ist ja fies. Ja. Ich muss mal wieder Verbände machen. Ich blute. Der Absinth tat mir auch nicht gut. Das war Med. Nee, ich hab noch Absinth. So. Das ist mir Kopfschmerzen. Das Leben eines Barbaren ist schon echt schwer. Jungs, wofür hat man euch, wenn ihr nicht da seid? Rittersporn, was machst du? Nichts, sehe ich hoch. Eisen. Die schwarze Kiste. Sehr schön schnell. Ich bin fast tot. Das wäre einer von unseren Jungs. Wo ist ein Rittersporn schon wieder hin? Was macht der Junge? Geradezu ist auf jeden Fall. Ah, rechts könnten wir auch den erstmal nehmen. Ist er durchgelaufen? Ich habe ihn noch erwischt. Ey, was steht hier so rum, ihr Holzköppe?
my set. See that? Take the cobra, exile! My bite is death! Toll, Knochen, Stein, was für eine Truhe. Ja, das Eisen habe ich da schon rausgenommen gehabt. Hier ist eine Steintafel. Oh, magische Steintafel. Ich drücke zum Interagieren. In wartime, there is enough blame. Who struck the first blow? I cannot say. They enslaved you, twisting the bracelets to their corrupted ways. We retaliated by destroying their aqueduct. We established an outpost, Zula, in the north, to watch the Serpent Men and prevent them from joining with their allies. And I began to formulate a powerful sorcery to ensure the safety of our people. Oh, wo wollen wir weitergehen? Ja, hier links. Sieht nach dem Eingang aus. Ah, eine Truhe. Oh, guck mal, ein Regal ist mit dabei. Das ist ja nett. Harz, Leder und Kohle. Das Glas lasse ich mal drin. Ich habe das Gefühl, die Verderbtheit nimmt zu. Ja. Also, hier können wir die schwarze Feste betreten. Wollen wir es wagen? Ihr willst jetzt nach Hause? Nicht unbedingt. Na also. Wenn wir schon mal hier sind, können wir mal reingucken. So Hallo sagen. Eieieiei. Ist ja dunkel hier. Wollen wir wieder raus? Macht hier jemand mal Licht an? Ich sehe ja nichts. Also man kann in alle Richtungen gehen. Machen wir es wie im Uhrzeigersinn. Also erst rechts. Links. Von links nach rechts. Der Rittersporn, der sieht komisch bei mir aus. Hallo. Ich höre Kampfmusik. Ah, ja, Knochen. Hier sind wieder Knochenköpfe. Au. Der Haupt nicht verderbt ist oder so. By the old serpent, invaders! Ach ja, von wegen großer Gegner. Ich habe keine Giftpfeile mit, wollte ich nur sagen, ne? Ja, dann haben wir eben keine Giftpfeile. Gut, ich wollte es nur gesagt haben. Hallo. Gar nicht. Wollen wir eine öffnen? Ja, macht man deine auf da. Und hinter Tor 3 ist ein Buch. Oh. Beschreibung. Ich schlafe nicht. Irgendwo in der Ferne höre ich ein Schluchzen und das langsame Tropfen vom Wasser. Das Schluchzen hört ab und an auf. Das Wasser tropft immer weiter. Es gab Gründe, warum ich hierher kam. Ich erinnere mich nur nicht an sie. Ich bin so lange hier, dass ich selbst meinen Namen vergessen habe. Wer ich war, was ich war, ich weiß es nicht mehr. Das Einzige, woran ich mich erinnere, sind brennende Augen. Ich schlafe nicht. Das sind übrigens Zellen. Ja. Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Weil das hier ist Notiz in der Zelle. Zelle mit Geröll.
bewaffneter Insasse. Ja, der hat wohl nicht überlebt. Packt den Gefangener mit Waffen in... Für den letzten Ausweg vielleicht? Weile. Schieferrücken, Schlüpfpanzer. Moment. Das Labyrinth. Ja. Ach, dann zu. Ach, ja. Feind kommt. Rittersporn. Was ist das denn? Ach, der taucht sich auf. Weiß zwar nicht, wo er gerade ist, aber... Bestimmt in irgendeiner Zelle zurückgeblieben, der dumme Dödel. Rittersporn! Rittersporn. Ja, aber der macht schon Feierabend. Schlafen gegangen, der Kleine. Ja. Ach. Nee, hier war es nicht. Hier steht er doch. Ich sag doch Dummdödel. Ach, hier waren wir noch nicht. So, jetzt sind doch beide da. At the gate. Sit will grant me cunning. Like the cobra exile, my bite is death. Immunblut. Ooh. Scheint hier eine Sackgasse zu sein. Hm. Oder auch nicht. Geht auch in die rechte Richtung. Aber hier kommt Feinde. In the name of Seth, identify yourself. Ist ja noch einer. Jo. Da hat's mich ja fast,
Oh, hier kann man mit irgendwas interagieren. Zerrissene Seite 4. Meine Erinnerung verblasst und ich spüre, dass ich schwinde. War das Lachen meines Kindes so süß und rein, wie ich es in Erinnerung habe? Roch Telit, wirklich wie Gras im Sommer? Oder ist das ein Gespinst meines tückischen Verstandes? Der Fluch, den mir mein Vater hinterließ, war nie zu sterben. Aber er hat sich geirrt. Ich sterbe. Jeden Tag sterbe ich etwas mehr. Irgendwann wird nur noch eine leere Hülle in diesen dunklen Hallen grübeln. Ich spüre nur noch Trauer. Ja, okay. Klang ja traurig. Ja. Glücklich klingt anders. Hier ist auf jeden Fall wieder eine Tür. Zwei Türen. Tor 1 oder Tor 2? Entscheiden Sie jetzt. Warten Sie, für Tor 2 habe ich noch einen Umschlag. Ah. Tor 3 wollte ich Ihnen auch noch anbieten. Will follow you. Hoffentlich gehen diese Klappen nicht auf. Ah, da sind wir Freunde, glaube ich, lang. Ja, ich glaube auch. Hier ist auch noch ein Top. Uralter Schlüssel benötigt. Hab keinen. Und hier? Sieht noch so ein Haupttor aus. Da geht's auch wieder lang. Gott, wie finden wir hier wieder raus? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir lang gekommen sind. Uralter Schlüssel benötigt. Habe ich den nicht. Vielleicht in meiner Kiste daheim, aber nicht hier. Sagten eigentlich unsere Aufnahmezeit. Ja, läuft. Mann, das ist ein Drama. Ja, weißt du, wie scheiße das ist, wenn du da irgendwo zwischen Feinden festhängst und dich nicht bewegen kannst? Ja. Ich würde sagen, auf den Schreck machen wir erstmal ein Break und nächstes Mal geht's mit der Erkundung weiter. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.